Nach den erschreckenden Ergebnissen der PISA-Studie melden sich jetzt auch die Lehrergewerkschaften Hamburg zu Wort und raten dazu, die Ruhe zu bewahren. Deutschlands Neuntklässler sind so schlecht wie noch nie. Helge Pepperling von der Lehrergewerkschaft sieht jedoch keinen Grund zur Panik. Statt sich vor allem auf die Durchmischung der Schulklassen zu konzentrieren, verweist er auch auf den Lehrermangel und andere Erfolge der Schüler. Wir haben permanent mehr Abiturienten. Die Zahl der erfolglos die Schule besuchenden Schüler geht in vielen Bereichen zurück, sodass wir eigentlich nicht in Hektik verfallen müssten. Es ist die Heterogenität von Schulklassen angesprochen worden. Der DLH ist seit jeher dafür eingetreten, dass wir ein besser gegliedertes Schulsystem haben, sodass Schüler ihren eigenen Weg durch das Schulsystem finden können und nicht alle in einer Klasse sitzen. Da könnte man sicherlich mal ansetzen und fragen, aber eine neue Schulstrukturdebatte in Deutschland ist eher kontraproduktiv. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es allenthalben und wir beklagen ja jetzt gerade den Lehrermangel, der nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen ist, dass Lehrkräfte mit ganz vielen unterrichtsfremden Aufgaben betraut sind. Die Verwaltung in der Schule könnte deutlich schlanker sein, beziehungsweise wir stellen dann für die Verwaltungsaufgaben Verwaltungsangestellte ein, statt dass wir diese Aufgaben von Lehrkräften machen lassen.